Jo, herzlich willkommen zu Let's Play World of Warcraft, neues Projekt auf meinem Kanal. Und da sind gerade komische Geräusche im Hintergrund, die hoffentlich meine Frau jetzt gleich ausmacht. Und zwar spielen wir das als Together mit Kai und Yuki. Hallo ihr beiden. Moin. Ja, Yuki, du kannst auch was sagen. So, dieses Let's Play spielt auf der Mithril-Orden, ein RP- und PvE-Server, wie ihr seht. Ich habe viele Charaktere, ich habe lange nicht mehr gespielt, kenne die ganze Welt noch nicht. Und wir spielen Allianz, was ich ja gar nicht gut finde. Ja, ja, komm, aber und du hast zwei gute Spieler mit. Ja, das mag sein, aber wir sind auch jetzt gerade immer noch das Spiel am Downloaden, deswegen kann das immer etwas länger dauern, bis wir drin sind. Wir spielen Worgen. So, wollte ich schon lange machen. Und zusätzlich Priester. Spiele ich ganz gerne und ich weiß nicht genau, was sich verändert hat. Ich muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. So. Jetzt die Frage von mir. Machst du Shadow oder? Ja, ich mach Shadow. Okay, dann machst du Shadow. Ich mach dann nämlich hier Heiler dann. Nee, die Worgen muss gut aussehen hier so. Ich muss jetzt erstmal hier den ganzen Charakter hier so einstellen und so. So, und wichtig ist gleich, wenn ich Bescheid sage und hier auf Annehmen drücke, dass ihr dann bitte leise seid wegen, ne? Ja, sag einfach, wenn du auf Annehmen drückst. Wegen Video und so, Gesichtsbehaarung. Ja, das dauert ja auch nicht lange, so 5 Minuten. Nein, Spaß, 2 oder 3 Minuten. Ja, wenn überhaupt, ne? Ich finde, jetzt gucken wir uns mal den Menschen an. Na gut, der sieht jetzt nicht so doll aus. Haarfarbe vielleicht nochmal so ein bisschen ändern hier. Aber wichtiger ist ja der Worgen. Man rennt ja meistens als Worgen rum. So, und zwar Kirschi LP. Und dann klicken wir mal auf Annehmen. Oh, und Welt betreten. Ladebildschirm. Wie gesagt, es tut mir leid, wenn das jetzt etwas länger dauert. Deswegen werde ich das mal eben rausschneiden. Wir sind gleich wieder da. So, der Ladebalken ist fast am Ende. Ich dachte mir, ich starte jetzt mal wieder. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht noch zu lange dauert. Wir haben gerade noch drüber gesprochen, es wird auch eine Gilde geben. Wie die genau aussieht, wissen wir noch nicht. Wie die heißen wird, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen eins, es wird auf jeden Fall eine Raid-Gilde. Nur jetzt. Viele Geräusche. Nein, das ist Yuki. Ja gut, ich werde das jetzt hier überspringen, dieses Video, weil ich sowieso wahrscheinlich die Soundqualität zu leise eingestellt habe. Dieses Video gibt es ja schon bestimmt 1 Million Mal auf YouTube und dann könnt ihr einfach mal gucken, hier Worgen Startvideo oder so. Ja, und jetzt lädt er mal wieder. Wie gesagt, ich bin immer noch im Runterladen. Das ist ganz kurzfristig jetzt, gerade nach einer Minecraft-Aufnahme. Und Yuki, du hast ein bisschen Schad in die Tasten geballert. Ja, sie ist so. Auf PC. Lädt dich eine Gruppe ein. Annehmen. Wir spielen ja mit den beiden. So, und dann nehmen wir auch direkt mal. Ja, Moment, ich muss kurz in Quest an. Ja, und Leute, ich sage euch jetzt schon, ich werde nicht jede Quest lesen. Das habe ich noch nie gerne gemacht. Hallo. Er tut es schon gerne. Ja, ist so. Ich kann den Questgeber nicht anklicken. Klar, muss den Angriffsklick anklicken, nicht Linksklick. Ist mir klar. Kann halt sein, dass der hier so mal. Was haben wir denn? Latenz hier? Bildrate 25 FPS. Auch ein bisschen. Was hast du für MS? Ich such grad 81. 81, ja, ist für Download schon nice. Du musst anklicken. Ja, ich versuche ja die ganze Zeit. Ja, anklicken. Ja, versuch ich ja die ganze Zeit. Das funktioniert nur so überhaupt nicht. Oh mein Gott. Ja, dann können wir die Quest auch nicht. So, ich werde aber mal eben ganz kurz nochmal die Aufnahme unterbrechen, werde versuchen, den anzuklicken und dann gucken wir mal weiter. Wo ist denn die Taste? Ach, jo, da sind wir wieder. Ich kann die Quest inzwischen annehmen. Keine Ahnung, warum das jetzt war. Ja, das war Buggy. Quest, ja, du musst es einfach nur wieder. Angenommen, hier hinten darf man es wieder abgeben. Ich kenne ja die ganze hier schon. Und da wird man gleich sehen, was ich alles schon so an Sachen habe. Ich habe nämlich unter anderem schon einen Flugmount. Quest beenden. Und eine neue annehmen. Ich werde hier, wie gesagt, nicht anfangen, alle zu lesen. Was denn? Wir müssen aber noch auf Yuki warten. Sie ist nämlich ein bisschen langweilig.
Die sind nämlich ein bisschen langsam. Ich gebe doch nur hier Quest ab. Gar nicht. Ey, drei Tage wieder WoW gezockt. Wer hat Todesschwinge dort? Hä? In den drei Tagen war ich in London. Hä? War ich auch. So, jetzt müssen wir hier die töten, ne? Heilige Pein. Oh, jetzt greift er mich an. Ja, wir kennen die so oder so. Müssen wir jetzt hier so schon irgendwas noch auf irgendjemand warten? Wenn wir hier die zusammen killen, kriegen wir. Ja, jetzt müssen wir keinen mehr killen. Aber wir müssen jetzt Markt. Ja, wir kriegen hier nochmal eine Quest. Mein Gott, ich rede ja mehr wie ihr. Hier. Ne? Da hinten. Ja, Moment. Ja, wenn ihr jetzt alle die Quest abgibt, gebe ich die jetzt auch ab. Ne, das ist jetzt asozial. Was ist jetzt sonst machen? Er ist doch egal. Ja, so Anfangsgebiet durchkloppen hier, ne? Alles andere kann man später machen. So, erstmal hier mal wieder looten. Ach scheiße, ich hab noch kein Autoloot an. Apropos Autoloot. Ja, ich werde die ganzen Einstellungen später machen, alleine und so. Und wie gesagt, wir spielen hier WoW. Die Yuki, die kenne ich jetzt auch jetzt über den Kai zum ersten Mal heute. Und mal gucken, wie das alles hier weitergeht. Also die Yuki, das ist ein kleiner Dudu, naja. Ja, kleiner süßer Dudu. Ja, das war dein Kalender. Oh. Ja. Dunkelmond-Jahrmarkt endet heute. Ja, Dunkelmond-Jahrmarkt endet heute. Morgen fängt der Nubelgartenfest. Yuki, kannst du mal kurz den Drogen und Drogen? Hallo Yuki, Hilfe. Was? Hey Tio. Ich sterbe. Naja, komm. Ja. Ich bin ja voll verraten. Briefkasten möchte ich gerne angezeigt haben. Ach, der Briefkasten, der ist da hinten. Falls du ihn den suchst, hier. Ja, den suche ich gerade. Ja, hier. Der Brief. Ja. Wollte schon gerade sagen. Wo ist wohl der Briefkasten? Da, wo ein Brief drauf ist. So, also Leute, ich habe meinen ersten Erfolg jetzt. Den hatte ich schon. Darf ich ihn behalten? Den hatte ich vor 2 Minuten. Ich habe einen Mondkingküken. Wo müssen wir denn jetzt hin? Nee, warte nicht mehr. Ah, ich komm gar nicht mehr auf die Steuerung klar. Ey, da kommt immer näher. Hallo? Das geht mal so gar nicht. Wir rennen noch schneller. Welcher Quest seid ihr jetzt? Wir haben jetzt beide Quests zu Ende. Wie viele Quests brauchst du? Du brauchst nur noch die Truhen, ne? Ja, die Truhen bin ich gerade bei, davon brauche ich noch eine. Ja, der hier liegt doch eine. Ja, ich bin doch schon am Öffnen. Zack. So, die kann ich jetzt auch abgeben. Ja, diese drei Typen da, die haben wir schon erledigt. Hier kannst du die Quest abgeben. Hab ich schon. Ja, dann können wir jetzt ein bisschen weiter nach vorne rennen. Darf ich mal erst hier mal eben die Quest abgeben? Nein, das geht nicht. Das ist verboten. Das ist einfach unmöglich. Ja, das. Achso, ich muss mir ja schon morgen die ganzen Leichen fertig machen und so. Achso, da ist noch eine Quest, die ich schon wieder annehmen darf. Moment, also ich bin immer so ein Typ, wenn mein Level so auf 70% ist, mach ich die nächsten so auf Level 2, mach ich die nächsten mit Mobskillen, das nächste Level. Also sozusagen, wir hängen jetzt hier und killen Mobs. Schön, ich würde sagen, ist doch scheißegal, lass uns einfach weitergehen. Nein, ich möchte das machen, weil ich mach das immer so. Dann bin ich aber ein bisschen nämlich Level 3 und kannst direkt und bist an ein Level höher, wenn du hier raus bist. Kollege, wir sind doch sowieso zu dritt. Ah, da hinten kann ich was aufheben. Hier hinten kannst du nichts aufheben, da ist ein Rechner. Während er langsam daher trabt, töten wir einfach ein paar, oder? Nee. Langsam daher trabt, glaub mal, ich bin gleich schneller als ihr, wenn ich mich erstmal wieder eingespielt habe. Wie gesagt, ich habe sehr lange gespielt, hatte eigentlich aufgehört, weil ich da schon zu sehr drin gehangen habe. Das wird hier nicht mehr passieren. Und so, Level up. Jo. Und dann schauen wir mal weiter hier. Guck mal, jetzt kann ich Verjüngung machen. Jetzt kann ich erstmal eine Quest abgeben. Ja, die Quest, die geben wir jetzt auch ab. Die macht aber 2,50, wenn du die abgibst. Kann man schon abgeben. Da. Also, ich werde auf jeden Fall einen. Oh, Blitzheilung kann ich. Einen Shadow Priester machen. Ich spiele Shadow sehr gerne. Könnt ihr jetzt auch sagen, ich habe den schon so oft auf Shadow gespielt. Ich habe einen 85er Shadow. Eigentlich so ein Schwachsinn wie ein Shadow zu spielen, aber ich spiele Shadow gerne. Was sagt ihr dazu? Shadow passt, oder? Nein, ja, das gar nicht. Habe ich wenigstens einen in der Gruppe, der Schaden macht. Was hat ein Kopfjäger macht mehr Schaden, wenn er geskillt ist? Können wir uns drüber streiten.
Eine Zeitung habe ich jetzt. Moment, aber Level 85? Ja, du musst so einen Typen hier heilen hier. Hier diesen Typen hier, wir willst du hunderten Wachen. Was, wo denn? Ja, bei mir. Wo bist du denn? Bei Crackerglas, hier hinten. Ja, das Problem ist, dass meine Auflösung sehr hoch ist. Hier, hier ist der Typ. Du rennst voll falsch. Ja, toll. Den heilst du jetzt. Zack. Ich mich in wie lange ist das her, dass ich hier gezockt habe? Meins sieht immer noch am besten aus. Oh, fertig. Bei mir fliegen. Was soll das? Ich hab eigentlich schwarz und gar. Meins sieht immer noch am besten weiter aus. Geht's. So, da tippt wieder einer sehr hart in die Tastatur rein. Ja, das ist Yuki, sie tippt immer gerne, also. Das ist, das ja ist normal. Quälerei. Das ist wirklich Quälerei. Weißt du, das hört man nachher schön in der Aufnahme hier. Yuki? Ja, was soll ich machen? Das ist der Laptop. Der nimmt so blöd auf. Lalala, ich nehm nicht blöd auf. Ich bin nimmst gut. Dich blöd auf. Wie, du hast dir schwarze Haare gemacht. Was? Ich hab mir beim Charakterfenster schwarze Haare gemacht, aber ich habe jetzt braune Haare. Ja, das ist cool. Meinst du, du hast nur auf den Wogen geguckt? Nein. Wetten wir, dass mein Wogen nachher viel cooler aussieht als eurer? Wetten wir nicht, meine Wogen sehen immer nice aus. Hey, Yuki? Ja. Ich finde nur, dass die menschliche Gestalt dann immer so blöd aussieht. Die hätten das machen sollen, dass man den Wogen und den Mensch unabhängig voneinander einstellen kann. Oh, okay. Kann man durch. Kann man doch. Nein. Hallo. Nein, kann man nicht. Ich habe ein gutes Gesicht vom Wogen gehabt, aber der Mensch hatte dann ein ziemlich altes Gesicht. Ich hab nur auf den Wogen geachtet. Du rennst nachher so ein neues Wogen rum. Ich hab ein geiles Gesicht und einen geilen Bart. Könnt ihr mal hochkommen? Ja, Moment. Guck mal, der Chris. Guck mal, ich heil den jetzt. Mein Gott, du schaffst zwei Wogen nicht. Tut mir leid, ich bin ein kleiner Priest. Außerdem hab ich mich schon selber geheilt, bevor du überhaupt angekommen bist. Ein Creep. Crap. Lalala, lalala, wo müssen wir denn hin? Ach da, ja genau, da müssen wir da jetzt gleich ein paar Minuten überleben, oder wie war das? Ja, warten wir aber erstmal auf Yuki, bis die ankommen. Ja, abgeben können wir ja schon mal, oder nicht? Nein, probieren können wir noch nicht. Dann war 2,50. Ja, Yuki ist wieder da, also jetzt... Anfang! Meine Yuki! So, dann geht's jetzt los hier. Und da kommen sie an. Da. Weißt du, was ich mache? Ich bleib jetzt einfach hier stehen und guck zu. Du bist so blöd. Ja, ich mag die Quest generell nicht. Ich heile euch. Ich finde viele Quests blöd. Was hast denn du jetzt überhaupt für einen Charakter gemacht? Dudo oder was? Nee, sonst könnte ich ja kaum Verjüngung, oder? Was bist denn du? Ein Dudo. Ja, hab ich doch gefragt. Du hast doch schon 85er Nudel. Hast recht, aber mir ist langweilig. Ich habe auch einen 80er Du. Ich habe auch einen 80er Hunter. 80er Mage. 85er Krieger. Einen Hexer kann ich nicht zocken. Aber Hexer ist eigentlich ganz locker. Also ich kann keinen. Ich habe früher mal Magier gezockt und eigentlich war er auch immer ganz cool. Und dann kam der Patch raus und dann. Oder das Addon und danach fand ich den total scheiße. Also,